Willkommen zurück zu meiner Megaserie über Musikproduktion. Willkommen zurück zu Teil Nummer 17. Heute gebe ich dir drei effektive und einfach anzuwendende Tipps, wie du deine Backing Vocals optimal abmischst in deinem Mix. Gestern haben wir die Lead Vocals gemischt und heute möchte ich diese Backing Vocals, das ist so ein schöner dreistimmiger Satzgesang, unter die Lead Vocals oder mit den Lead Vocals optimal zusammenbringen. Ganz kurz, bevor wir anfangen, wie immer beim Vocal Mixing empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du in 5 einfachen Schritten den EQ für deine Lead Vocals einstellen kannst. Und nicht nur für Lead Vocals übrigens. Den habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. PDF Vocal EQ unbedingt runterladen, hat schon vielen weitergeholfen. Und jetzt geht's los. Wir hören mal kurz rein in den Refrain. Ah, du siehst schon, ich habe das Grinsen im Gesicht. Ich liebe solche Satzgesänge. Finde ich einfach richtig geil. Da könnte ich mich totmischen dran. Wir haben hier als Backing Vocals jetzt praktisch sie selber, die Lead Vocals Sängerin und noch eine Männerstimme. Intonieren auch sehr schön. Und was ich jetzt gestern gemacht habe beim Vocal Mixing ist, ich habe einfach kopiert den Ensemble-Effekt, um die bisschen fetter zu machen, die Stimmen. Und ich habe vom Hall, den ich beim Lead-Vocal eingesetzt habe, auch den Backing-Vocals ein bisschen was gegeben. Sogar ein bisschen mehr, was mehr verhallt klingt, klingt weiter nach hinten. Jetzt komme ich zum ersten Tipp, den ich dir zu Backing-Vocals geben kann. Zumindest wenn es um so eine Folk-Session hier geht oder Singer-Songwriter-Session, wo du nicht 20 gestackte Backing-Vocal-Stimmen hast. Und der ist, mach kein Drama draus. Ja, wir haben jetzt eine Leadstimme und 2 Backing Vocals. Insgesamt spielen wir hier mit 3 Vocalstimmen. Das heißt, ich fange da jetzt nicht an, 2 Stunden rumzumischen, sondern wie ich es bei dem Hall und dem Ensemble auch schon gemacht habe, ich ziehe den Kompressor rüber, in dem Fall jetzt nur ein, weil ich will ja die Backing Vocals nicht extrem weit nach vorne haben. Ich nehme den Opto-Kompressor und dann stelle ich einfach ein bisschen, die Threshold ziehe ich einfach ein bisschen weiter runter, sodass nur dieser Kompressor hier arbeitet, dass ich auch die Dynamik von den Backing Vocals ein bisschen gleichmäßiger bekomme. Fertig. Den De-Esser ziehe ich einfach auch rüber oder kopieren auch rüber in die Spuren hier. Damit wir hier nicht zu viele S-Laute haben, die sich aufschaukeln. Bei dem EQ verfahre ich ein bisschen anders. Und das ist jetzt Tipp Nummer 2. Um die Backing Vocals hinter die Lead Vocals zu bringen, kann man jetzt, Tipp 1 war es A, sie mehr verhallen. Das wirkt weiter nach hinten, was mehr Hall hat. Und B, wir können sie etwas dumpfer machen. Denn auch was dumpfer klingt, was weniger Höhenanteil hat, klingt weiter hinten. In dem Fall möchte ich sie jetzt nicht so weit hinten reindrücken, weil es nur 2 Stimmen sind. Aber ich nehme jetzt hier einfach einen Channel EQ. Und werde die Höhen ein kleines bisschen absenken. Und dann wirst du hören, sehr schnell hören, dass die Backing-Vocals ein bisschen hinter die Lead-Vocals rutschen. Ich mache mal kurz die Gitarre noch aus, dass wir nur die hören. Dann schalten wir aus und an. You can take the New England lake you go to. I'll settle with the Southern land, it's just up and stay. Ich mache es ein bisschen dumpfer, es war jetzt etwas übertrieben, sodass hier ab 3K das ein bisschen abgesenkt wird. Und dann bekomme ich die auch ein bisschen besser hinter die Lead Vocals. Tipp Nummer 3 ist, wenn du größere Backing Vocal Chöre möchtest, was ich in 98% der Fälle immer möchte, jetzt ein Trick, wie ich aus relativ wenig Stimmen doch recht fette Chöre machen kann. Wenn ich jetzt hier die Hall und Ensemble mal abschalte, dann klingt das Ganze jetzt so. Es klingt gut, aber es klingt sehr, sehr, sehr klein, also ein bisschen mickrig jetzt für meine Verhältnisse. Für manche ist das völlig okay. Du siehst ja hier, dass ich die Backing Vocals im Panoramafeld hier 40 nach links und 40 nach rechts gepannt habe. Ja, also Backing Vocals 1 habe ich links neben den Lead Vocals platziert, Backing Vocals 2 rechts neben den Lead Vocals. Was ich jetzt mache, ist ein Trick, zu dem ich das Tape Delay verwende. Ich werde hier mal kurz einen Send anlegen. Ich lade es hier direkt mal rein und das Tape Delay eignet sich deswegen ganz gut, weil es schon von vornherein so ein bisschen dumpfer ist und du erinnerst dich, dumpfer klingt weiter hinten, ist für Backing Vocals gut.
Der Trick an der Sache ist jetzt, dass ich Stimme Nummer 1, die hier nach links gepannt ist, dass ich ihr ein Delay verschaffen möchte und dieses Delay dann nach rechts panne. Also ich generiere sozusagen ein Fake-Double dieser Backing-Vocal-Stimme. Man könnte es jetzt auch mit Melodyne machen und dann eine künstliche doppelte Stimme erstellen und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte es aber hier mit dem Delay probieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Delay anmache, wir machen mal nur diese Solo-Stimme, dann stelle ich das Delay mal ein, dass du es hören kannst, wie es klingt. Das ist also Bus 8. You can take New England. Das ist jetzt natürlich viel zu lang. Deswegen werde ich jetzt hier die Delay-Zeit runterdrehen, sodass es nur wirklich sehr, sehr kurz nach der Originalstimme, dass die Wiederholung sehr, sehr kurz ist. You can take New England Lake, you go to Elsinore with the Southern. Du weißt schon, um was es geht, okay? Jetzt habe ich das aber noch nicht nach links und nach rechts gepannt und ich möchte es natürlich auch noch für die anderen Backing Vocals haben, für die. Und die möchte ich dann in die andere Richtung pannen. In Logic muss ich jetzt dazu, jetzt wird es ganz kurz Logic-spezifisch, einen Trick anwenden, denn hier kann ich nicht das Delay separat einstellen für beide. Und deswegen muss ich dir das kurz erklären, wie es in Logic funktioniert. Es gibt eine Funktion, die heißt Send auf Fader. Die ist hier oben und die schalte ich jetzt ein. Und jetzt gehe ich in die Spur, die ich möchte. Das ist hier, oder um den Aux, um den es sich dreht, ist Aux 8. Und jetzt siehst du, dass sich hier diese beiden Fader verfärben, und zwar golden, gelb, golden, gold, gelb. Und jetzt kann ich hier, wenn ich hier draufklicke, unabhängiges Panorama wählen. Okay, und da gehe ich jetzt drauf. Ich weiß jetzt also, Backing Vocals 1 ist nach links gepannt, die Originalstimme. Und ich panne jetzt die Wiederholung, also das Delay in die entgegengesetzte Richtung, nämlich nach links. Andersrum mache ich es genauso. Wir können die Backing Vocal 2, die nach rechts gepannt ist, das Delay davon pannen wir nach links und vielleicht nicht genau auf die gleiche Stelle, wo die andere Stimme sitzt, sondern ein bisschen weniger. Und jetzt sollten wir breitere Lead Vocals haben. Ups. Can take New England Lake, you go to Elsinore with. Ein Unterschied wie Tag und Nacht und es klingt tatsächlich ein bisschen so, wie wenn mehr Leute singen würden. Jetzt ist das Delay aber doch noch ein bisschen zu lang. Das heißt, die versuchen nochmal hier ein bisschen runter zu gehen. New England Lake, you go to, I'll settle with the southern land, it just happenstance that I. Cool. Wie gefällt dir diese Option? Wie gefällt dir diese Technik, Backing Vocals in die Breite zu ziehen? Oder hast du vielleicht noch eine andere, mit der du immer arbeitest? Oder singst du deine Backing Vocals immer dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach ein? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte und mir einen Daumen nach oben gibst. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei Teil Nummer 18. Viele Grüße aus Alicante und bis dann!